Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte es in meinem News-Video schon angekündigt, dass ich euch vermehrt in meinen Videos von meinen ätherischen Ölen erzählen werde. Und ich dachte, ich starte der Einfachheit halber wirklich mit so einem erklärenden Video. Was sind ätherische Öle? Warum habe ich mich für eine bestimmte Marke interessiert oder entschieden? Was mache ich mit diesen ätherischen Ölen? Und wollte euch auch so meine aktuellen, ich habe mich auf 5 eingeschränkt, meine 5 aktuellen Favoriten zeigen und euch auch so ein bisschen einblenden, wie ich das Ganze anwende. Ich habe mir unglaublich viele Notizen gemacht, auf die ich immer mal wieder einen Blick werfen muss. Ätherische Öle. Also wenn ihr schon mal an eine Rose gerochen habt, dann habt ihr quasi ein ätherisches Öl schon mal erlebt. Durch diesen Duft an einer Rose habt ihr diese ätherische Qualität einfach schon mal erleben können. Und ja, starten wir doch einfach mal damit wirklich, was eigentlich ätherische Öle sind. Und da geht es in einen Bereich, in dem ich in der Schule nicht so gut war. Deswegen muss ich ein bisschen ablesen. Und zwar sind das flüchtige aromatische Verbindungen und die finden sich halt in den verschiedensten Pflanzenteilen. Im Samen, in der Rinde, in den Wurzeln, in der Blume selbst, aber auch noch in ganz vielen anderen Teilen. Und werden seit jeher für die Zubereitung von Lebensmitteln, zur Schönheitsbehandlung und zur Gesunderhaltung genutzt. Darauf werde ich halt später nochmal eingehen. Die sind unglaublich vielseitig einsetzbar. Ich benutze die halt hier in unserem Alltag aktuell für den Haushalt sehr stark, für die Kinder, für mich, einfach so für unser Wohlbefinden und um zur Ruhe zu kommen zum Beispiel. Und jetzt kommt es zu dem Bereich. Aromatische Verbindungen sind kleine organische Moleküle, die dazu tendieren, sich bei Zimmertemperatur von ihrem festen oder flüssigen Zustand in ein Gas umzuwandeln. Sie bewegen sich dann sehr schnell in der Luft und interagieren direkt mit den Geruchssensoren in der Nase. Ja, es wird jetzt ein bisschen wissenschaftlich. Und die können halt für ein sehr, sehr breites Spektrum an emotionalen, an körperlichen Wellness-Anwendungen genutzt werden. Und da gibt es halt Einzelöle, wie jetzt hier zum Beispiel Zedernholz wäre zum Beispiel ein Einzelöl. Oder es gibt halt so Mischungen und das wäre jetzt hier zum Beispiel Chia, wo das dann halt auf ein bestimmtes Thema einfach abgemischt ist. Wie kann man jetzt ätherische Öle verwenden? Also man kann sie auf eine aromatische Art und Weise verwenden und äußerlich und innerlich anwenden. Und aromatisch bedeutet einfach, der Duft kann eine kraftvolle, physiologische, mentale oder emotionale Wirkung hervorrufen. In diesem Bereich nutze ich das wirklich täglich. Und ätherische Öle werden von den Geruchsrezeptoren schnell aufgenommen. Und diese sind über den Geruchsnerv direkt mit dem limbischen System verbunden. Das ist ein Teil des Gehirns und unterstützt unter anderem Geruch, Emotionen, Verhalten und auch die Erinnerung. Und ich diffuse am allerliebsten, also mein Diffuser, seht ihr auch, verlinke ich euch gerne unten in der Infobox meinen Diffuser. Ich diffuse tatsächlich am allerliebsten. Und man muss nicht mal einen Diffuser benutzen, aber ich mache es halt. Oder man gibt halt einfach einige Tropfen von dem Öl in die Handflächen, verreibt das und legt sich dann seine Hände so über die Nase und atmet dann halt ein paar Mal das Öl ein. Bei manchen Ölen kann man auch einfach sich die so unter die Nase ein bisschen reiben. Kommt so ein bisschen aufs Öl natürlich drauf an, auf den Geruch auch einfach drauf an. Man kann sich die Öle auch auf einen Wattebausch geben und dann zum Beispiel über die Luftzufuhr im Auto geben. Oder was ich super, super gerne mache, in eine Sprühflasche. Da ist halt Wasser drin, ein paar Tropfen Öl. Das mache ich zum Beispiel am liebsten mit Lavendel. Mit dem hier. Und dann besprühe ich mir zum Beispiel die Kissen vor dem Schlafengehen zum Beispiel. Kann halt auf alle möglichen Textilien im Zuhause halt angewandt werden, dass die einfach mal wieder frisch riechen oder weil man halt eine bestimmte Wirkung erreichen möchte. Oder man fügt die aromatischen Öle einfach der Waschmaschine hinzu. Finde ich auch eine mega klasse Sache. So, dann kommen wir mal zur äußerlichen Anwendung. Was ich
bei mir täglich, bei den Kindern auch täglich mittlerweile mache. Also ätherische Öle dringen halt einfach leicht in die Haut ein und bleiben dann in der jeweiligen Region, wo man sie aufgetragen hat, und wirken dort lokal. Am besten ist natürlich, wenn man das mit einer Massage verbindet, was ich eigentlich sehr, 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 sehr selten mache. Man sollte halt ein Trägeröl verwenden. Ich benutze da fraktioniertes Kokosöl. Kann ich euch auch mal eins unten in der Infobox verlinken. Und man nimmt halt einen Tropfen von einem ätherischen Öl und drei Tropfen von dem Trägeröl und vermischt das dann und kann das dann halt einmassieren. Es wird empfohlen, besser täglich kleinere Dosen zu nehmen, also kleinere Dosen aufzutragen. Man kann das dann alle 4 bis 6 Stunden einfach dann wiederholen, so 1 bis 2 Tropfen ungefähr. Und kann man halt auftragen auf den Hals, auf den Nacken, auf die Stirn, auf die Schläfen, kommt halt immer drauf an, was man möchte. Auf Brust, auf Unterleib, auf die Arme, auf die Beine, auf die Fußsohlen. Also Fußsohlen ist bei uns so. Ich trage zum Beispiel jeden Morgen Chia auf meine Fußsohlen auf. Und bei den Kindern trage ich zum Beispiel immer vor dem Schlafengehen entweder Lavendel oder Serenity auf die Fußsohlen zum Beispiel auf. Kann man auch wunderbar in ein warmes Bad natürlich geben. Das ist natürlich dann auch eine äußere Anwendung. Da benutze ich tatsächlich am liebsten Zedernholz, weil mir das so normal einfach zu erdig riecht. Und im Wasser, wenn ich das halt in die Badewanne gebe, vertut sich das einfach so ein bisschen. Hat aber eine sehr, sehr entspannende Wirkung. Und benutze ich einfach für meine Chakra-Arbeit natürlich auch. Das hatte ich ja damals schon erzählt, als ich das ausführliche Video über meine Chakra-Arbeit gemacht habe, dass ich da auch sehr mit ätherischen Ölen arbeite. Deswegen werde ich auch nur mal so nebenbei, ich stelle ja jetzt jeden Monat auch eins der Chakren vor und werde euch da dann auch immer das entsprechende ätherische Öl, mit dem ich arbeite, vorstellen. Dann kann man ein ätherisches Öl auch auf so eine warme Kompresse geben, also ein feuchtes Tuch, was halt natürlich warm ist, und kann das dann auf den entsprechenden Körperbereich geben, wo man das halt gerne hätte. Im Gesicht oder auf dem Unterleib oder wo auch immer man das dann anwenden möchte. Wichtig ist, dass wenn man ätherische Öle äußerlich halt anwendet, dass es nicht in die Augen, nicht in den Gehörgang oder auf verletzte Haut, beziehungsweise auf verletzte Haut kann man Lavendel, habe ich jetzt hier Lavendel, ja, das ist Serenity, Lavendel anwenden. Das hilft sehr bei Schnittwunden und solche Sachen. Und es gibt auch Öle, die gut helfen bei Mückenstichen zum Beispiel. Aber so detailliert möchte ich jetzt in dem Video gar nicht darauf eingehen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die ätherischen Öle innerlich anzuwenden. Das heißt, die wirklich einzunehmen. Da bin ich tatsächlich noch nicht so weit. Da bin ich gerade dabei, mich so ein bisschen ranzutasten. Kann man halt natürlich benutzen, um Speisen zuzubereiten, aber auch wie so eine Art Nahrungsergänzungsmittel. Und das geht dann einfach durch die Blutbahn direkt in den Magen-Darm-Trakt und von dort wird es dann einfach in den restlichen Körper natürlich transportiert. Aber der Körper kann nur eine gewisse Menge an ätherischen Ölen vertragen. Deswegen muss man da wirklich sehr aufpassen und deswegen habe ich damit noch nicht so stark angefangen, möchte das aber jetzt in diesem neuen Jahr auf jeden Fall auch angehen, mir anzuschauen, wie ich die halt wirklich anwenden kann, wenn ich die einnehme. Und alle meine Öle, die kann ich euch ja, ich zeige euch jetzt nochmal meine aktuellen 5 Favoriten und die sind alle von doTERRA. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel Chia, was ich mir wirklich jeden Morgen auf die Fußsohlen auftrage, weil das einfach etwas ist, damit lege ich die Stimmung für den Tag fest. Also ne, auch wenn man sagt, oh, man ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, damit entscheidet man sich halt doch für einen positiven Tag. Dann liebe ich zurzeit auch sehr Forgive. Habe ich in den Rauhnächten oder nutze ich in den Rauhnächten natürlich sehr, sehr stark. Riecht unglaublich gut und fördert auch die Geduld. Also für uns Mamas auch ganz, ganz wichtig. Dann habe ich hier schon gezeigt Zedernholz. Einfach für meine Chakra-Arbeit benutze ich das sehr gerne. Wirkt aber auch sehr entspannt. Und das sind die beiden, die ich für die Kinder gerade sehr stark nutze. Lavendel ist, glaube ich, einleuchtend. Ne? Also wie gesagt, das wird auf die Kissen gesprüht, bevor wir zum Beispiel schlafen gehen. Serenity diffuse ich.
Und Lavendel wird zum Beispiel auch auf die Fußsohlen der Kinder aufgetragen. Kann man bei Serenity auch machen. Ich hatte erst nur Lavendel, aber ich persönlich mag den Geruch von Lavendel einfach nicht so gerne, weswegen ich dann auf Serenity umgestiegen bin. Also Lavendel, wie gesagt, wird trotzdem immer noch angewendet, aber zum Diffusen, wo einfach der Geruch auch sehr, sehr intensiv dann natürlich ist, nehme ich lieber Serenity. Also hat auch die Wirkung einfach, dass die Kinder beruhigt werden, dass sie besser schlafen können. Ich diffuse das tatsächlich auch ab und an tagsüber, wenn die halt einfach sehr gereizt sind, wenn die aus dem Kindergarten kommen und überdreht sind oder auch während der Weihnachtstage, wenn die dann so überdreht waren, dann nutze ich Serenity auch manchmal tagsüber. Deswegen ist auch schon sehr, sehr viel raus. Also bei Lavendel ist schon sehr, sehr viel raus und bei Serenity auch. Also das werden die sein, die ich am häufigsten wahrscheinlich auch einfach nachbestellen muss. Und die sind, wie gesagt, alle von der Marke doTERRA. Und warum habe ich mich für doTERRA entschieden? Also ich bin zu doTERRA gekommen, weil eine Freundin mir das empfohlen hat. Und habe dann selber natürlich auch ein bisschen über doTERRA recherchiert. Und die achten einfach sehr darauf, auf eine sanfte, sorgfältig destillierte ätherische Öle aus Pflanzen, die zum richtigen Zeitpunkt geerntet werden. Dadurch sind die ätherischen Öle natürlich sicher und haben eine therapeutische Wirksamkeit. Also man kann ätherische Öle auch sehr, sehr günstig bei Rossmann und DM und weiß nicht wo kaufen. Die werden dann aber nicht so sorgfältig hergestellt und dann ist die Wirksamkeit einfach, also dann brauche ich es auch gar nicht benutzen. Und deswegen lieber Produkte, die einen Ticken teurer sind, wo ich aber weiß, dass es eine sehr, sehr gute Qualität ist, dass ich meinem Körper damit nicht schade, sondern meinem Körper damit ganz im Gegenteil etwas sehr, sehr Gutes tue. Und was für mich auch ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt war, warum ich mich für die Öle von doTERRA entschieden habe, war, dass die sich halt unglaublich engagieren. Und zwar gibt es zum einen die Healing Hands. Und da gibt doTERRA Gemeinschaften auf der ganzen Welt die richtigen Werkzeuge für mehr Eigenständigkeit an die Hand. Das heißt, die vergeben dort Kleinstkredite, den Zugang zu medizinischer Versorgung. Es geht natürlich auch um Bildung, es geht um Hygiene, es geht um sauberes Wasser, aber auch um die Bekämpfung von Kinderprostitution. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, das ist so ein Ableger von diesen Healing Hands und zwar ist das Days for Girls. Und als Frau, ja, fühlt man sich von sowas natürlich angesprochen. Da geht es einfach um Hygiene- und Bildungsmaßnahmen für Frauen und unterstützt da einfach Frauen und Mädchen, ihr Potenzial und ihren Selbstwert zu entdecken. Und das ist ja auch immer etwas, was ich hier auch sehr, sehr gerne sage. Selbstwert, Selbstliebe. Und verteilt dort nachhaltige Hygienekits, was ich super, super toll finde. Jetzt habe ich ganz, ganz viel über ätherische Öle erzählt. Das war mir aber auch ganz, ganz wichtig. Und ich werde einfach schauen, so in den nächsten Videos, dass ich das so ein bisschen für euch einbaue, thematisch. Also wenn man so, also ich werde dann ein Thema zum Beispiel machen, die ätherischen Öle, wo ich die jetzt im Haushalt verwende. Was ich jetzt ganz speziell für die Kinder auch noch verwende. Dann gibt es natürlich den Bereich auch Weiblichkeit und Frausein. Es gibt da auch ein ganz, ganz tolles ätherisches Öl, es nennt sich Passion. Also es ist eine Ölmischung, die nennt sich Passion. Das sagt, glaube ich, schon alles. Also dazu werde ich definitiv auch mal ein Video machen. Oder schreibt mir auch gerne, wenn ihr sagt, okay, ich wüsste gerne ätherische Öle in dem und dem Bereich. Oder ich habe die und die Probleme. Welches Öl könnte ich denn verwenden oder so? Dann schreibt mir super gerne, weil das ist gerade so mein Herzensthema. Damit beschäftige ich mich gerade sehr, sehr viel. Lese dazu sehr, sehr viel. Probiere viel aus, weil ich habe das einfach vor mehreren Monaten angefangen zu benutzen. Und es hat meiner Lebensqualität nochmal so einen extremen Boost gegeben. Einfach nur dieses Öl, einfach nur Chia, was ich jeden Morgen auf meine Fußsohlen auftrage, ist einfach so, also ich weiß, der Tag kann nur gut werden, weil ich selbst dafür gesorgt habe. Oder auch, wie gesagt, Serenity zum Einschlafen für die Kinder ist so, 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 so schön. Es riecht so gut. Die sind so entspannt und für die ist das auch so ein Ritual geworden, zum Beispiel das Lavendel abends nochmal auf die Füße von mir aufgetragen zu bekommen. Das lieben die. Die sitzen dann schon da, strecken mir so ihre Fußsohlen hin und dann darf ich das bei jedem machen. Das ist super, super schön. Und ich diffuse das halt unglaublich gerne, auch wenn Leute so zu Besuch sind. Und dann, und tatsächlich ist es so, dass ich viele Leute
unabhängig von mir auch mit ätherischen Ölen eingedeckt haben. Und dann sprechen wir natürlich so, welches Öl benutze dafür und dafür und dafür. Ich liebe zum Beispiel auch wilde Orange, während ich arbeite, weil das einfach ein Öl ist für die Motivation. Zum Beispiel auch einfach so, ja, wenn du halt einen schlechten Tag hast, ist das das einfachste Mittel, um daraus einen guten Tag werden zu lassen. Und man kann das halt sehr auch stark zur Gesundheitsförderung, also so Immunsystem zum Beispiel stärken oder dann halt auch im Sommer gegen Insektenstiche und so. Aber das wird alles noch kommen, ich wollte euch jetzt nicht überfordern. Ich verlinke euch unten mal was zu doTERRA. Da könnt ihr euch das gerne noch mal ein bisschen genauer angucken, wenn ihr vielleicht wollt. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu ätherischen Ölen habt, dann stellt die super gerne jetzt in den Kommentaren. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!